Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Freitags-JFD-Devisenradar zum Wochenabschluss 20. März. Das grüßt Sie, Christian Kämmerer. Und wir wollen heute mal wieder nach den jüngsten Turbulenzen hier mal auf die Märkte schauen und uns hier einige Währungspaare näher unter die Lupe nehmen, speziell hierbei das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar, da sich hier unter Umständen am Horizont heute noch die ein oder andere schöne Chance ergeben wird. Schauen wir daher hier mal auf die Grobbetrachtung der heutigen Rainbows im M5, im 5-Minuten-Chart-Intervall. Das ist praktisch das Zeitfenster, was ich neben dem M15 und gelegentlich auch dem H1 betrachte, um sozusagen hier interessante Chancen zu filtern. Und Sie sehen hier relativ gut strukturierte Rainbows und hier eben die Möglichkeiten, durchaus den ein oder anderen Intraday-Trade abzusetzen. Man sieht hier sehr schön, dass das britische Pfund übergeordnet hier beim gegenüber dem US-Dollar, hier gegenüber dem Schweizer Franken und hier gegenüber dem japanischen Yen generell ein Stück weit schwächer ausgerichtet ist. Unlängst eröffnete ich hier anhand des M5s beim Schweizer Franken gegenüber dem japanischen Yen einen kleinen Trade, einen kleinen Ausbruchstrade, der sich hier gerade sehr gut anläuft. Hier eben mit Ausbruch aus der Asia Range, um hier sozusagen an einem Move nach oben teilzunehmen. Man darf mal abwarten, wie sich das jetzt hier noch ausgeht letztlich. Aber aktuell, wie gesagt, nimmt es die richtige Fahrt auf. Wir wollen aber das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar, also das Cable, primär betrachten, da wir hier zunächst im M5 jetzt hier wieder eine abwärts gerichtete Struktur sehen, nach den jüngsten Impulsen, die hier unlängst ja, zu einem extremen Auftrieb führten. Hier lässt die Fed grüßen. Das gab auch beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar hier einen enormen Schub nach oben. Dann kippte die Situation jedoch wieder hier im Intraday-Verlauf und jetzt haben wir hier eben den negativ strukturierten Rainbow wieder vor Ort. Auch im M15 haben wir hier, sehen Sie sehr schön, diesen Spin vollzogen am gestrigen Handelstag. Das heißt, hier diese positive Rainbow-Struktur ist gekippt ins Negative und wir haben jetzt hier diesen Spin gesehen. Insofern hier die Rainbow-Farben, Regenbogenfarben wieder umgedreht in den negativen Terrain und wir haben insofern hier eine saubere, schöne Abwärtsmomentumstendenz. Und das wollen wir uns jetzt mal näher anschauen, neben dem, dass wir dann natürlich auch nochmal die FTSE-Vektorlogik befragen, denn diese ist auch durchaus interessant. Wir sehen hier im M5 die heutige Asia Range des Morgens mit 32 Pips. Das ist relativ überschaubar, denn im Schnitt hat sich das Währungspaar sehr, sehr stark bewegt während der letzten Zeit. Sie sehen hier 215 Pips. Das ist ein Stück weit überzogen aufgrund der Mega-Ranges der letzten Zeit. Im groben Mittel kann man sagen, bewegt sich das Paar aber zwischen 135 und 150 Pips. Und wir haben bislang nur 55 Pips zurückgelegt. Und das ist im Prinzip eine sehr gute Ausgangslage, um eben zu sagen, okay, hier passiert noch was. Da wir hier bereits die Asia Range nach unten verlassen haben, inklusive des sich hier negativ auffächernden Rainbows, deutet sich für heute eine weitere Schwäche an. Und dies passt auch, und das werden Sie sicherlich wissen, weil am letzten Freitag hatten wir das britische Pfund schon mal unter die Lupe genommen, weil es sich am Freitag eben auch um den statistisch schwächsten Handelstag der Woche handelt. Hier mit nur 30% positiver Schlusspreise ist dies wahrlich kein Zuckerschlecken beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar. Das heißt, wir haben hier sowohl von der Trendtendenz anhand des Rainbows als auch von den statistischen Rahmenparametern des Freitags hier eine klar vorliegende Fortsetzung der Schwäche zu erwarten. Und für alle die, die jetzt hier noch nicht reingekommen sind in den Trade, es könnte sich hier durchaus die Möglichkeit ergeben, dass sich hier nochmal ein Rücklauf darstellt, sowohl im M5 als auch im 15 hier an dieser Asia Range, also hier Bereich 1,4745, 1,4740. Hier mal aufpassen, wenn der Preis hier eintaucht, ob es hier wieder eine kleine Umkehrbewegung gibt, eine gewisse Schwäche, ein gewisses Abtauchen eben, damit der Markt hier wieder in Richtung neuer Tiefs tendiert. Rein technisch, wie gesagt, ist hier von der Tagesstatistik noch viel, viel mehr zu erwarten. Hier von der Prognose von 7 bis 22 Uhr am Freitag 134 Pips. Das ist auch ein Ausgangswert, an dem man sich so grob orientieren kann. Generell aber, wie gesagt, hier das Momentum sehr, sehr positiv im Sinne eines negativen Tages. So kann man das am besten darstellen. Und dazu passend auch noch, das will ich Ihnen nicht vorenthalten, die heutige FTSE-Vektorlogik zum britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar. Das heißt auch hier eine statistische Vorausschau. Die Kristallkugel, die Sie ja hier meiner Art oder meiner Gangart nach kennen, weist hier im Stundenchartintervall auch für heute wieder eine fallende Tendenz bis zum ja, späten Nachmittag auf. Das heißt,
Sehen auch hier, wir sind aktuell bei 1,4732. Es kann hier noch gute 100 Pips, gute 80 Pips nach unten gehen. Rein von der Fuzzy-Vektorlogik deutet sich hier im weiteren Tagesverlauf eine signifikante Schwäche an. Und wenn wir dies eben hier im Einklang mit dem Rainbow sehen, dann empfiehlt es sich durchaus hier die ein oder andere Möglichkeit, ja, zu erfassen im Sinne des Trendhandels. Kurz dargestellt, ich hatte hier vorhin den Einstieg verpasst, wie es manchmal so ist, hier mit diesem Ausbruch unter dieses letzte Verlaufstief hätte man hier den Short wagen können. Das wären in der Spitze bereits schon knapp 20 Pips gewesen. Hier dieses nachziehende Stop-Loss-Level hätte jetzt den Trader maximal oder auf ein maximales Risiko von knapp 5, 6 Pips bereits reduziert. Das heißt, hier mal abwarten, ob der Preis hier nochmal hochkommt. Und wenn, dann wäre hier eben die gute Chance gegeben, auch vor dem Hintergrund, dass hier oben eben das Stop-Level zu beachten wäre. Denn Obacht, wenn der Preis natürlich zu tief in den Rainbow eintaucht, und auch das kann jetzt passieren, Sie sehen gerade hier diese Erholung, dann wäre es natürlich an der Zeit abzuwarten, wie tief er eintaucht. Denn faktisch wäre eine Umkehr, also eine komplette Umkehr des Rainbows hier im M5, eine Ausgangsbasis dafür, dass sich vielleicht auch ein positiver Tag mehr erschließt. Denn die 30% negativer Schlusspreise, die ich Ihnen gezeigt habe, zeigt ja immer noch auf, dass es in 30% der Fälle aber zu positiven Tagesergebnissen kam. Insofern darf man sich hier nie zu sehr versteifen. Und wenn ich mir das jetzt hier gerade anschaue, dann wäre der Trade in Anführungszeichen jetzt schon langsam in Gefahr, hier doch mit einem kleinen Verlust wahrscheinlich ausgestoppt zu werden. Der Gefahr muss man sich immer bewusst sein. Insofern auch immer Obacht geben. Das sind alles hier reine Informationen und keine Handelsempfehlungen. Der Risikohinweis, Haftungsausschluss ist Ihnen ja bekannt. Also insofern einfach immer den Markt nach persönlicher Couleur durchscannen, um hier eben die interessantesten Chancen zu filtern. Aber das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar, wie gesagt, erscheint mir hier sehr, sehr, sehr interessant im M5, im M15, also im heutigen Intraday-Bereich, gestützt durch den schwachen Wochentag, gestützt durch die Fuzzy-Vektorlogik. Was will man denn eigentlich mehr? Warten wir ab, ob es tatsächlich so kommt. Wir werden gegebenenfalls später uns nochmal zuschalten. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Wünsche Ihnen noch einen schönen sonnigen Restfreitag. Passen Sie auf die Sonnenfinsternis auf, nicht, dass uns hier alles abstürzt. Wir werden sehen, was uns der Tag noch bringt. In diesem Zusammenhang viel Erfolg, bis später, wenn Sie mögen. Ihr Christian Kämmerer.